Hallo meine Freunde, ja, das nächste Video. Und zwar, ihr habt es gelesen, es geht sich um eine Tastatur. Die Cooler Master Mastercase MK750 mit RGB-Beleuchtung und austauschbaren Tasten. Ja, das heißt, wir schauen uns heute mal eine etwas hochwertigere Tastatur an. Ja, es hat mal einer geschrieben. Oder waren auch zwei, drei, die hatten mal gesagt, ob ich auch mal etwas Hochwertigeres zeigen kann, präsentieren kann. Jo, kann ich auch machen, klar. Ja, wenn ich die Chance dazu kriege, mache ich das natürlich auch gerne. Und zwar habe ich mich für die mal entschieden jetzt hier. Ich habe auch jetzt hier die braunen Tastatur. Die hat eine Sherry's sogenannte genommen. Handballenauflage. Ich habe das letzte noch gesagt, für mich ist oben eigentlich gar kein Platz für eine Handballenauflage. Aber man muss mal schauen. Ich glaube, dass die Tastatur hier sehr, sehr schmal ist. Und darum, das könnte noch mit der Handballenauflage passen. Muss man aber nicht dazu nehmen. Die kann man dazu nehmen. Ne? Also, ja, das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt gleich mal an. Und was ich also schon mal gelesen habe, wir haben also hier die Möglichkeit, jede einzelne Taste zu belegen hier. Also, hier hat man wirklich tolle Möglichkeiten, was man hier alles mit der RGB-Beleuchtung machen kann. Also wer es gerne bunt möchte und ich habe es ja auch schon mal gerne bunt. Ja, das letzte Projekt war zwar schwarz, jetzt das nächste Projekt wird, glaube ich, bunt werden, hatte ich gesagt. Ja, und darum haben wir hier schon mal Der das erste weichen Bunte. Ja. Handballenauflage. Ich hatte ja im Vorfeld so ein bisschen mal rumgeschaut und ich habe die schon mal aus dem Karton geholt hier. Ja, und wenn ich ehrlich bin, ich habe auch schon mal reingeguckt. Ja, darum jetzt gucken wir schon mal gemeinsam rein. So, ja, und was wir hier als erstes haben, ist noch mal so ein kleines Bedienungsheftchen hier. Da kann man dann noch mal sehen, welche Tastenkürzel wir brauchen für welche Einstellungen. Wir können zum Beispiel auch alles auf Standard zurückstellen mit der FN- und E-Taste, wenn man die gleichzeitig drückt und so weiter. Das kann man hier ablesen. Das ist also nochmal dabei. Sollte man vielleicht ruhig mal drauf gucken, nicht wegwerfen, sage ich immer. Ne, ist, glaube ich, interessant, wenn man nachher nochmal weiß, welche Tasten wir drücken müssen. Ist aber auch eine Software dabei. Das heißt, das schauen wir uns auch natürlich nachher alles gemeinsam an mit der Software, wie wir das Ganze dann auch einstellen können. Ja, die Software gibt es dann bei Cooler Master auf der Seite. Ich werde die Tastatur verlinken und da ist dann auch ein Download-Link für die Software dabei. Ist immer ganz gut, finde ich immer ganz nett, dass das alles direkt auf der Seite auch ist, wo man dann die Tastatur auch sich anschauen kann. So, dann holen wir sie mal raus. Und tara, tara, da ist sie. Ja, und jetzt werden viele wahrscheinlich denken, oh Mann, die ist aber schmal. Ja, die ist wirklich schmal. Also da kannst du eine normale gegenhalten. Die ist dann wirklich fast ein Drittel breiter. Ja, also der Breite, ne? Darum, hier ist aber alles drauf, was wir brauchen. Ja, hier fehlt nichts. Hier ist der Nummernblock auch drauf. Wir haben deutsches Layout, das ist auch ganz wichtig. Ja, immer meinen Namen, sonst könnte ich meinen Namen nicht schreiben mit SZ. Hier haben wir jetzt noch einige Folien, die Folien drauf. Entschuldigung, einige Folien drauf, aber die wollte ich gerne drauf lassen. Ja, oder ziehen wir sie ab? Komm, wir ziehen sie ab. Ich mag sie eigentlich auch nicht. Ach, das ist immer so. Das Gefühl, diese Folien abzuziehen und da drunter kommt dann so dieses Hochglanz raus. Finde ich toll. Hier, jetzt hier. Wow. Boah, ist das schön. Also das ist wirklich toll. Also, muss man sagen, das ist wirklich heftig. So, und wie gesagt, wir schauen uns das Ganze an. Die Tastatur ist auch von der Dicke her. Ja, etwas höher, also muss man schon bedenken, die ist schon ein bisschen höher, auf jeden Fall. Ja. Die Tasten selber geht aber. Die ist okay, die ist fast wie oben die MSI. Die ist dann auch nicht viel. Ich glaube, die hier ist sogar leiser wie die MSI. Ja. Sehr schön. Ich glaube, ihr hört das, wenn ich so eine Probe hier mache. Ich hoffe, das kommt bei dem Mikrofon rüber. Jetzt hämmer ich natürlich auch drauf. Also wenn jetzt normalerweise oben bis am Spielen oder so, ne, dann angenehm, schön. Ja,
Sehr schön, also gefällt mir. Ja, die hat unten drunter auch Gummifüße. Also einen hier, dann einen großen hier, dann hier nochmal und hier auch nochmal so einen großen. Ja, aber der große, das sind auch die Ausstellfüße. Die kann man nämlich auch aufstellen, die Tastatur. Ja, und dann sind hier auch nochmal Gummifüße drauf, sodass die auch dann nochmal auf vier Gummifüße steht. Die steht wirklich fest hier. Also da rutschst du nichts. Ja, wenn du die schiebst, dann knackert das schon hier. Ja, also das ist schon toll. Also die steht wirklich sehr fest, muss ich dazu sagen. Gefällt mir sehr gut. Ja, also die rutscht nirgendwo hin. Ne? Das ist sehr schön. Ja, also mit den Füßen, ich habe das gerne etwas schräg stehen. Das habt ihr schon gemerkt bei der letzten Tastatur, die ich vorgestellt habe. Ich habe das gern, dass die so ein bisschen hoch steht. Also das gefällt mir. Und was ich hier sehr schön finde, jetzt ohne Licht mal, dass man die Buchstaben sehr schön lesen kann. Also gut, man kommt ja in das Alter, ne? Ich weiß, ich hatte mal Augen wie ein Luchs oder wie ein Adler, ne? Da brauchte man sowas nicht. Aber die kann man sehr schön, auch so sehr, sehr schön sehen. Denn bei der MSI sind die Buchstaben wirklich etwas kleiner. Ja? Ich vergleiche die vielleicht auch nachher mal, dann zeige ich mal beide nebeneinander. Da kann man das wirklich sehr gut sehen, dass das hier, glaube ich, ein bisschen deutlicher ist. Oder ich habe hier einfach jetzt natürlich auch das tolle Licht dabei. Ne? Kommt dazu. Aber wir vergleichen die gleich oben mal. Ja? Jetzt schauen wir uns die Tastatur einfach mal weiter an. Also wie gesagt, die Füße. Ich habe noch gar kein Kabel gefunden. Dann haben wir hier unten noch ein Logo drauf. Und da haben wir einen Anschluss. Und hier, wenn wir da mal reinschauen, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist USB Typ C, 3.1C. Also 3.1 weiß ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall der C-Anschluss. Das heißt, egal wie rum. Entschuldigung, heute habe ich mal Husten. Das heißt, hier haben wir also Typ C-Anschluss. Der kommt hier rein. Das Kabel wird wahrscheinlich jetzt da drin liegen. Und was ich hier schon sehe, wir haben die Möglichkeit, das Kabel vorne in der Mitte rauskommen lassen. Wir können es rechts oder auch links rauskommen lassen. Da haben wir jeweils so einen Kabelkanal, ja. Und ihr hört auch, wie die Füße einschnappen. Das sind richtig starke Federn. Also die ist richtig gut. Also von der Verarbeitung her macht sie mir einen sehr guten Eindruck. Ja, also wirklich toll. Liegt, also wirklich, ich wollte gerade schon sagen, liegt gut in der Hand. Also ist ja Quatsch, aber die ist an, also fühlt sich sehr hochwertig an. Aber die Füße müssen bei mir auf jeden Fall raus, ja. So. Schöne Tastatur, gefällt mir sehr gut. Die sind sehr gut, griffig hier, sehr schön, angenehm. Kommt man überall gut dran, also finde ich sehr gut. Jetzt gucken wir mal weiter, was noch drin ist. Hier ist die Handballenauflage. Und die hat auch schon Gewicht, das merke ich schon, wo ich die gerade rausgeholt habe. Die hat auch schon ihr Gewicht. Und auch hier sehen wir mal von unten, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gummifüße. Also dass die auch überhaupt nicht verrutscht. Da haben wir hier so ein Cooler Master Logo drauf. Und das Ganze fühlt sich an wie Leder. Scheint aber ein Kunstleder zu sein oder ein Kunststoffbezug. Fühlt sich aber wirklich an wie Leder. Also sehr angenehm. Sehr schön. Wenn man die jetzt hier vor, wie geht so? Ach, hier, das ist magnetisch. Ja, das hält magnetisch. Das ist ja auch toll, ne? So, jetzt kannst du hier zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, die ist jetzt nicht so bombenfest, sag ich mal, dass da also nichts verrutscht, aber sie hält. Ja, also die schnellt ja von alleine fast dagegen hier, wenn man das sieht hier. Schwupps, ja, also so, also die hält schon. Ne? Ich jetzt nämlich nur die Tastatur. Ja, schon ein guter Magnet. Ja, aber ich will nicht sagen, dass sie gar nicht verrutscht. Aber wenn man jetzt hier arbeitet und hat die Hand wirklich hier drauf, da rutscht da nichts mehr. Also da ist Ebbe im Karton, da rutscht nichts mehr. Also das ist ein. Und es fühlt sich sehr angenehm an. Ich glaube, da wird meine Frau begeistert sein. Ja, da wird sie wieder öfters was schreiben. Ja, die Kinder vielleicht auch, ne? Mal abwarten. Also das ist angenehm hier. Das ist sehr schön. Ne? Nur bei meiner Frau darf das nicht blinken, glaube ich. Dann ne, sagt die Dreckschalter mal aus.
Gucken wir mal. Ja, gefällt mir gut. Also das ist die Handballenauflage. Jetzt schauen wir mal, da müsste aber noch mehr ja drin sein. Irgendwie. Hier haben wir ein Tütchen, da war das Kabel drin. Wow, und das ist auch toll verarbeitet. Kein dickes, aber ein hochwertiges, hochwertig verarbeitet. Da haben wir hier so einen Klettverschluss. Den kann man auch, wenn man möchte. Oh, das ist auch, habe ich auch noch nicht gesehen hier. Kann man selber, wenn man möchte, abmachen. Das ist auch nochmal Klett hier. Und dann kann man das ganze Ding hier. Denn es gibt hier so welche, da bleibt das immer dran. Das stört mich dann auch ungemein, weil es mich dann einfach stört, wenn es irgendwo dran ist. Und das kannst du ganz abmachen hier. Ja, das ist also so ein Klett hier unten und hier oben nochmal. Und dann kannst du das ganz von dem Kabel hier lösen, damit es gar nicht irgendwie stört. Ja, das ist auch schön. Finde ich, sind so Kleinigkeiten. Das, ich sage immer, ich stehe auf so Kleinigkeiten. Ja, viele denken jetzt, er ist bekloppt, ne? Oder der ist verrückt, weil wegen so einem Klettverschluss. Ja, ich finde das einfach toll, dass man das ab. Ich habe das schon oft genug gehabt. Oben habe ich, glaube ich, eine Maus, die Asus-Maus. Da entweder hängt es irgendwo unten oder es hängt oben irgendwie. Es hat mich schon ein paar Mal gestört und darum sind das einfach so Kleinigkeiten, ja. Und das Kabel ist super schön gesleeved. Also es ist wirklich ein guter Sleeve. Sehr schön. Der Stecker vergoldet. Och, guck mal, innen drin sogar lila. In den Farben hier, Cooler Master Farbe, lila. Oder ja, ist lila, ist das lila, sagt man pink, lila, ja. Lila sagt man, glaube ich, ja. So, und das ist ein sehr schönes Kabel. Es hat eine schöne Länge, das ist mindestens komplette Armlänge von Hand zu Hand bei mir. Also 1,50 Meter oder fast sogar 2. Und bevor ich jetzt nachher wieder da Kommentare kriege, ne, messen wir das Ganze. Die ist genau 90 mal 2, 1,80 Meter ist das Kabel. Also das ist eine gute Länge für ein Tastaturenkabel. 1,80 Meter. So. Jetzt stecken wir das mal hier hinten ein. Da es ja Typ C ist, ist es also egal, ob so rum oder so rum. Ja. So, das ist drin. Und bei mir müsste es, wenn es so liegt, müsste hier rechts raus. Und das mache ich auch direkt mal. Gucken wir mal, wie das Kabel hier hält. So, das drücken wir hier rein. No, das kommt aber schon wieder raus. Muss man wahrscheinlich was fester drücken. Ja, einmal richtig reingedrückt. Oh, schau so, und das mal. finde ich schon mal auch schön, was da noch drin ist. So, das war das Ding. Jetzt können wir den Karton nämlich hier mal wegtun. Das kann man besser von der Tastatur. Schaut mal hier. Oh, das sind Ersatztasten. Ja, und da ist dann auch direkt hier so ein Tastenzieher dabei, so ein Werkzeug dabei. Mal gucken, ob ich das so aufkriege hier. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Da muss man mal eine Schere nehmen. Und dann kriegen wir das Ganze auch ordentlich auf hier. So. Ja, mal gucken wir mal, welche Tasten dabei sind. So. Das mal auf Seite hier. Das ist so ein Tastenzieher. Da kann man hier mit dem Finger wahrscheinlich, welche Taste würde man dann ziehen? Die W-Taste zum Laufen. Ja. Ups. Zack. Oh, da ging einfach. Oh, das ging schön. Das ging wirklich sehr einfach. Da gibt es auch schon schwierige. Und haben wir hier das W? Ist das das W? Ja, das ist das W. Habe ich direkt die erste. Mike. Zack. Jetzt ist das W lila. Schön. Habt ihr das gesehen da? Also die kann man austauschen. Dann haben wir hier noch. Ich schaue jetzt mal, welche Buchstaben wir haben. Wir haben dann hier noch die Pfeiltaste. Wo kommt die hin? Ach, das sind hier die. Hier unten die. Die Richtungstasten, ja, also ich gehe mal hier ein bisschen hin. So, das sind die Richtungstasten.
Einmal links, einmal rechts. Dann haben wir die Entferntaste, Escape-Taste, also hier oben. Finde ich auch gut. Pink, 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 lila, lila. Ja, ich komme irgendwie auf Pink, keine Ahnung. Schimmert hier so ein bisschen. Ja. Und schon schön ausgetauscht. Da hast du immer die richtigen Tasten hier. Da weißt du immer direkt, wo du hin musst. Rechts, links, gerade und zurück. Schön. Sehr schön. Also, Karton ist leer. Tastatur schließen wir jetzt oben an. Wir machen oben mal einen Vergleich mit den Tasten auf jeden Fall. Werden wir vergleichen. Und wir schauen uns natürlich die Software an und schauen uns dann auch so das Verhalten der RGB-Beleuchtung. Das war ja so ein bisschen auch mein Punkt. Und die Handballenauflage kann ich nur noch mal wiederholen. Absolut geil, wirklich. Also die ist wirklich schön. Also die ist, das ist angenehm. Da habe ich mich jetzt mal richtig schön gerade hinsetzt. Ich sitze nämlich immer so ein bisschen schräg mit der Kamera. Also schon toll. Was mir auch noch so ein bisschen auf dem Herzen lag beim letzten Video, da habe ich ja den mal gezeigt, was passieren kann, wenn man seine CPU köpft und ist eben nicht so bisschen handwerklich begabt. Ist ja echt schade, das Board war also wirklich nicht mehr zu retten, auch bei meinem Händler nicht mehr. Da hatte ich auch noch mal nachgefragt und der sagte, da kann man nichts mehr machen. Den er da in der Hand hat, der biegt zwar oder versucht Pins gerade zu machen, aber da ist also wirklich nichts mehr gewesen. Gut, was er jetzt damit im Endeffekt macht, muss er jetzt mal schauen. Die CPU, die macht er auf jeden Fall. Und er hat ein bisschen Vertrauen zu mir jetzt gewonnen und schickt mir jetzt auch seinen 8700K, den ich köpfen soll. Und ich habe das angeboten. Und wenn ich dann natürlich Kommentare lese, ich lasse da keinen Laien dran, der mit dem Cuttermesser oder Teppichmesser sowas macht. Ja, dann schaut mal unter den ganzen Videos. Egal wie sie alle heißen, die machen das mit einer Rasierklinge und weiß ich. Also das hat mit dem Teppichmesser nichts zu tun. Der war ja schon mal geköpft, darum habe ich das Messer. Ich habe natürlich für neue CPUs, ne, also ich bin ja nun auch kein Laie, der hier irgendwas macht. Ich habe natürlich auch ein Tool hier für neue CPUs zu köpfen. Ja? Also nicht, dass ihr denkt, dass ich das alles mit dem Teppichmesser mache, wenn ihr mir eure CPU schickt. Ne? Also das wird dann schon mit dem Tool gemacht. Ne? Also ja, aber naja, gut. Man lernt mich erst kennen, glaube ich, ne, wenn man meine Videos länger guckt und wenn man eben immer dabei bleibt. Ne? Das ist eben, wenn man so ein Video einmal nur guckt und das ist einfach, wenn man so eine Art, glaube ich, Videos macht, wie ich sie mache, dann muss man ein bisschen schon dabei sein und ab und zu auch meine Videos gucken. Und da kann man nicht nur ein Video gucken und sagen, Mensch, ja, toll. Nee, ich glaube, da muss man einfach, ja, sollte man einfach ein bisschen mit dabei sein. Ne? Es gibt welche, die sagen, gibt nichts Schöneres wie sonntags morgens Kalle beim Frühstück oder so. Also ich habe schon die tollsten Sachen erlebt. Ne? Darum, ich habe natürlich so ein Tool da für die CPU dann zu köpfen. Das wird schon alles vernünftig gemacht, wenn ich sowas mache. Ja, und jetzt kommen wir ganz einfach. Wir gehen nach oben und dann schauen wir uns das oben an und dann sehen wir uns oben gleich wieder. Ja? So, meine Freunde, ja, wir sind nach oben gezogen und schauen jetzt hier praktisch auf beide Tastaturen. Die MSI steht auch hoch, die ist auch hochgestellt, die Füße sind hoch. Ja. Hier ist das Kabel direkt an der Mitte dran. Hier, ja. Das kann man also jetzt nicht rechts oder links legen, ist aber auch fast genauso dick, es lief. Und wir haben hier nur eben die rote Tastatur, also die rote Beleuchtung, wo wir eben hier die Helligkeit noch ändern können. Ja, ansonsten haben wir hier eigentlich jetzt nicht viel, was wir hier noch ändern können. So. Ja, ihr seht das selber, da geht es rauf und runter. Viel ist das nicht, was wir hier haben. Ne? Also da ist hier. Und ich glaube, man hört das auch hier jetzt mal den Unterschied.
Die ist weicher. Die ist einfach etwas weicher. Die ist härter. Ja, es hört sich einfach weicher an. Sie steht natürlich im Ganzen höher. Ja, das ist auch schon mal, das sieht man glaube ich auch vielleicht, dass die also hier, gehe ich mit der Hand drüber, da ist also hier noch richtig Platz nach unten. Die ist also schon mal viel höher. Sie ist schmäler, das was ich eben schon gesagt habe. Ja, ihr seht ja selber, ich habe hier nicht gerade so viel Platz. Ja, und ja, wie gesagt, die MSI hat mich jetzt eigentlich eine gute Zeit schon begleitet. Ich glaube jetzt ein gutes halbes Jahr oder sogar ein bisschen länger. Ne? Und ist eine gute Tastatur, auf jeden Fall. So, die tun wir aber jetzt mal auf Seite. Wow, ist das schön. Also, Leute. Schaut euch das an. Ho, ho, ho. Das ist aber toll. Mein lieber Olli. Guck mal hier unten. Die leuchtet sogar hier unten. Seht ihr das hier? Mit dem Logo. Auch am Rand. Guck mal da. Auch am Rand leuchtet die. Also wirklich richtig heavy. Hier könnt ihr mal reingucken. Das ist aber schon richtig. Also das. Wow, 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 kann ich da nur sagen. Also das ist schon. Toll. Wahnsinn. So, und jetzt die Handballenauflage. Also, dann legen wir die davor. Und schaut mal, jetzt habe ich immer noch meinen Platz hier eigentlich. Ja. Und bin jetzt genauso nah dran an der Monitor, wie ich das sonst auch habe. Ja, so, und jetzt kann man hier schön machen. Zack. Zack, 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 zack. Gefällt mir gut. Ja. Jetzt installieren wir mal kurz die Software. So, meine Freunde, ja, jetzt haben wir mal umgeswitcht hier, das heißt auf den Bildschirm. Und da zeige ich euch mal kurz hier auf der Seite von Cooler Master. Da haben wir hier vorne direkt schon auf den Startbildschirm, weil es auch eine neue Tastatur ist. Und da haben wir hier also das Download. Und da kannst du dann ganz einfach hier dir die Produktscreen raussuchen, da die Installation raussuchen. Gut, das wird ja nicht viel sein. Ja. Aber die Software, die braucht man natürlich auf jeden Fall. Das ist hier unten die V1.11. Ja. Das ist die Software für. Da klickt man dann einfach drauf und schon beginnt der Download hier unten. Ihr seht da, hier links. Ich habe das Ganze natürlich schon gemacht. So, meine Freunde, ja, ich habe Probleme gehabt und zwar müssen wir bei Windows 10 den Defender, wenn einer eingeschaltet hat, den Windows Defender, also ausschalten erstmal. Sonst kriegt man das Setup nicht rüber, dann kann man es nicht installieren. Also den kurz ausschalten, ja. Dann habe ich jetzt das Setup hier gestartet und ihr seht, da geht es dann hier praktisch jetzt schon weiter. Also, zu Deutsch auf weiter. Was haben wir hier? Installation, Cooler Master, Unterprogramme und so weiter. Auch weiter. Und schon wird installiert. Ihre Software ist nur installiert und einsatzbereit. Fertig. Und da sind wir schon. Ah ja, jetzt aber. So, jetzt haben wir hier Makro. Haben wir ja noch gar keine eingegeben. Die können. Nehmen wir hier die F7. Zum Zuweisen einer beliebigen Taste drücken. Aha. Auf Standard zurücksetzen, abbrechen. So. Profile können wir also auch genug anlegen. Wir können also vier Profile anlegen, importieren, exportieren, auf Standard zurücksetzen. Dann wird alles auf Standard zurückgesetzt. So. Und wenn wir jetzt hier auf LED gucken, da haben wir also von links nach rechts, von rechts nach links. Von hinten nach vorne und von vorne nach hinten. Also so. Zum Beispiel hier auf statisch, da haben wir alles weiß.
ganz hell. Ja, wenn wir das jetzt dunkler haben wollen, müssen wir mal gucken. Mal gucken, wenn ich hier ranziehe. Ja, ändert sich nur die Farbe. Hier auch. Boah, pink. Ich blende mal kurz ein. Pink. Habt ihr gesehen? Toll, Wahnsinn. Ja, gelb. So. Und was haben wir hier? S. Hier können wir gar nichts ziehen. Hier können wir auch nichts klicken. Ne. So. Kreuzmodus. So, meine Freunde, ja, ihr seht jetzt nochmal vor euch die Tastatur. Das heißt, ich lasse hier mal gerade die ganzen Modi nochmal ablaufen, die jetzt hier möglich sind. Das heißt, dann kann das hier wirklich mit diesen Tastenkürzel, zum Beispiel FN und F8, dann ganz einfach die ganzen Modis ablaufen lassen. Das heißt, also Möglichkeiten hat man hier wirklich absolut. Fantastisch, also tolle Spielerei vor allen Dingen, was ich toll finde, dass man jede einzelne Taste hier eine Farbe zuweisen kann, das ist natürlich schon toll. Jede einzelne Taste kann man auch sperren, das heißt, dieses kann man dann abspeichern, wenn man zum Beispiel jetzt spielt und will, manche Tasten, wo man vielleicht schon mal so zufällig drauf kommt. Ja, ich habe das schon mal mit der Großtaste, da komme ich schon mal dran, die kann man natürlich dann bei so Spielen löschen, also das finde ich aber auch schon mal eine ganz tolle Sache und ihr seht selber hier, was hier abläuft. Das ist ja schon eine Lichtorgel, ist ja nichts dagegen. So, und ich habe natürlich die Tastatur auch meiner Frau mal testen lassen. Die ist ja nun Industriekauffrau. Und ja, die meinte also, die Tastatur ist so sehr gut. Aber für den Dauerbetrieb im Büro wäre es ein bisschen schlechter, denn hier sind die Tasten noch ein bisschen zu fest und manchmal bleibt sie auch hängen, weil die Tasten zu groß sind für sie. Ne? Also, ja, das ist eben ihre Aussage gewesen. Mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich bin ja nun keine Tippse, aber da sagt man ja nicht mehr. Ne? Das heißt, also, wenn man jetzt schreibt, also für die Büroarbeit meinte sie, es geht. Ja, also, vielleicht muss man dann auch andere Sherrys nehmen, die dann eher reagieren, schneller auslösen. Da muss man natürlich dann eben, darum sage ich, schaut lieber mal auf die Seite, die ich euch unten verlinke. Da könnt ihr dann genau mal schauen, welche Sherry wie wo arbeiten, wie wo reagieren und die Lautstärke auch, wie die Einzellautstärke ist. Ja. Darum, ansonsten sagt meine Frau, die Handballenauflage sehr angenehm. Das finde ich auch, also muss man wirklich nochmal dazu sagen, die ist wirklich absolut toll hier. Und ja, ansonsten. Top, einfach nur top. Ja, die Software ist toll, lässt sich leicht installieren, außer man hat den Windows 10 Defender laufen, den muss man kurz ausschalten und dann kann man das Ganze natürlich auch installieren. Ja, und wie gesagt, alles ist auch über die Tastatur selber steuerbar, über die FN und die Kurztasten. Dann kann man das Ganze natürlich auch so einstellen, wie man das gerne möchte. Makros zuweisen und so weiter. Also ist schon eine tolle Sache, also wirklich tolle Tastatur, tolle Verarbeitung. Das einzige wirklich kleine Manko ist, dass das Kabel eben, wenn man es dann wirklich hinten rauslegt auf die Seite, dass das nicht so richtig hält in diesem Kabelkanal. Ja, das wäre jetzt mein einziger Punkt. Ansonsten habe ich wirklich nichts zu meckern. Ich habe gestern mal mit gespielt und gemacht und getan. Also toll, vor allen Dingen, ich kann die Buchstaben richtig toll lesen. Na gut, jetzt komme ich nochmal vielleicht auf das Alter oder auf die Brillenträger. Also vielleicht kennt ihr das auch. Da guckst du manchmal, welche Taste drückst du jetzt. Aber hier habe ich da gar keine Probleme mit. Klar und deutlich sieht man diese Buchstaben.
sind sehr schön von der Größe her, sehr deutlich von den Farben her. Also muss ich schon sagen, ist schon ein Unterschied zu meiner MSI. Vielleicht ist jetzt auch wieder, ne, gibt ja genug Tastaturen, die auch sonst ganz gut ablesbar sind. Ja, aber ansonsten kann ich nur sagen, also wirklich hier Daumen nach oben, ganz klar. Ja, und ich hoffe, euch hat auch dieses Video gefallen. Das ist eben jetzt mal die andere Seite. Das ist jetzt wieder mal eine Preisklasse, wo naja, viele vielleicht sagen, nee. Oder auch die anderen sagen, naja gut, dann spart man eben ein bisschen und dann holt man sich einmal eine vernünftige und dann hast du natürlich Ruhe. Ne? Das ist jetzt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann es nur vorführen, ich kann es zeigen, kann euch meine Meinung dazu sagen und meine Meinung ist einfach nur, ja, gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, darum, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da freue ich mich riesig drüber. Und ansonsten, die nächsten Videos sind schon in Arbeit. Ja, da wird wieder einiges kommen. Lasst euch überraschen. Ja, und ja, da kommt auch wieder was Buntes, glaube ich. Ja, ich habe jetzt alles auf Schwarz gehabt. Jetzt muss wieder Farbe ins Spiel. Darum lasst euch überraschen. Und ich sage ganz einfach: ja, tschüss zusammen.